Willkommen zu meiner neuen Hard auf Hard Serie. Wir werden Hard auf Hard online 1 gegen 1 Omega Stages, keine Items, ihr kennt das, mit jedem Charakter durchspielen. Ganz genau, Fort Glory, habt ihr schon mal gehört, ne? Ja, wir werden beginnen mit den Smash Bros. 64 Veteranen. 1 gegen 1. Gefolgt von den 4 Freispielbahnen vom N64 und dann die Melee-Charaktere und dann die Brawler und dann die ganz neuen. So machen wir das nach und nach. Werde ich versuchen, jedem Charakter alle Ehre zu machen. Ich habe zwar erst mir vorgenommen, das Ganze nachzukommentieren, aber da habt ihr den GameCube-Controller gehört. Ich werde es dann doch so machen, dass ich jetzt erstmal versuche, live zu bleiben. Allerdings werde ich nicht allzu viel kommentieren. Ich will mich möglichst gut schlagen, die Welt präsentieren, die repräsentieren. Ich habe euch ja jetzt 2 Parts gemacht, wo ich um die Wette rede und wo ich das euch erkläre, den Modus quasi und auch ein bisschen die Charaktere switche, sowohl Geplänkel als auch Hard auf Hard. Und jetzt will ich dann doch was reißen, aber der Ganondorf, der hat mich hier schon richtig kalt gemacht. Deswegen jetzt mache ich mal mit Concentration. Die Sache schon ein bisschen anders aus. Also ich bleib euch erhalten. Ich bleib am Mikrofon. Yo, LPM ist am Mic. Schade. Boah, was ist das denn für einer? Fiese, fiese Taktik. Ähnlich wie der Wurf von Bowser. Geiler Auftakt. So, ob ich es schon mal gesagt habe oder nicht, wir werden alle Kostüme durchnehmen. Das sind ja 8 Stück. Ich guck ganz kurz mal durch, aber es müssten 8 Stück sein jeweils. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Gut, Nils. Das gibt eine Revanche. Wir werden das so machen. Wenn der Gegner bleibt, dann werde ich gucken, ob er seinen Charakter gewechselt hat. Obwohl ich selbst so ein Lappen bin, dass seinen Charakter hier in diesem Part sich wechselt. Und jetzt nach diesem Kampf gegen Nils mit seinem Ganondorf werde ich also einen neuen Gegner mir herbei wünschen. Einfach weil ich denke, ich will ja jetzt nicht 8 Kämpfe nur gegen denselben Kämpfer haben, dem Falle Ganondorf. Ob das der Fall wäre, ist natürlich spekulativ. Aber ihr wisst, wie ich es meine. So, jetzt lass mich doch mal. Das ist auf jeden Fall. Guck mir in die Augen, Kleines. Eine böse Sache, du. Gegen den muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Vor allen Dingen weg vom Rand. Nicht, dass wieder diese Blödsinn macht. Das ist ja schon ein bisschen fast unfair. Aber hallo, wie der mit dem abgeht. Respekt, Nils. Ja, das ist ein bisschen. Boah. Also richtig fett. Richtig fett, wie der abgegangen ist. Hab ich gar nicht so gesehen. So manche Moves von Ganondorf habe ich so noch gar nicht gekannt, also. Übelst. Aber, Nils, ich werde nicht nur gegen dich antreten. Danke, dass du meine Einleitung, meine Einführung quasi in meine Rubrik ganz schön in ein negatives Licht stellst. Ja. Aber wir werden auch noch andere Kaliber zu Gesicht bekommen. Mario, Mario, Mario. Was musst du mitmachen? Es steht 0 zu 2. 8 Kämpfe werden's. Jetzt gegen Zappelins. Was? Zappelins, ganz genau. Und dem, warte, Entschuldigung, 1 dritten Outfit. Nämlich, das ist hellblau und noch irgendwie. Ja, Mario ist halt echt ein sehr berechenbarer Charakter. Nicht schnell, nicht so überstark. Lucario also. Das ist doch mal was. In der Punch-Out-Arena. Was mach ich mit dir? Ich sehe schon, das ist ein ganz anderer. Ich merke schon, das ist eine andere Liga als der Ganondorf eben. Ob ich gewinne, ist eine andere Frage. Sieht zumindest gar nicht so schlecht aus bislang. Ich kann nicht löschen. Aber ich kann nicht auch erst anzünden.
nicht zu nahe kommen lassen. Und auch aufpassen. Ey, der wehrt sich nicht großartig. Habt ihr das gesehen? Fuck. Ich schaffe es nicht, mich zu retten. Ach ja. Der fähigste Skiller, den es gibt, LP Markus. Aber das war ein astreiner Schlag. Da muss ich mich schon selbst mal ein bisschen loben. Der war richtig gut getimed. Jetzt halt nur gegen dieses Lucario gewinnen. Okay. Ja. Na komm! Wir sind noch nicht fertig! Du willst doch gewinnen, oder? Oh, das war nicht schlecht. Ich dachte schon, der muss doch sich mal was einfallen lassen. Muss doch merken, dass ich immer denselben Kram mache. Bams! Ah, nein, nein, nein. Das ist mal schön. Bleiben! Ah! Kann jetzt auch natürlich mit einem guten Angriff mir den Abend verderben. Jawoll! Da zieh ich meinen Hut! Holla die Waldfee. Aber ich habe noch nur 46 Schaden eben gerade mit meinem zweiten Leben, deswegen okay, okay, okay. Habe ich so ein bisschen meine Ehre gerettet jetzt wieder. Kleines bisschen, aber ich habe sie ein bisschen gerettet. Jetzt hier das Wario-Outfit. Das stammt noch von den ganz alten Zeiten, als man der Meinung war, okay, Wario brauchen wir nicht. Allerdings, ja. Tja, tja. So. Jetzt gilt's. Hat er einen anderen Charakter oder bleibt er bei Lucario? Er bleibt bei Lucario. Alles Langweiler heute. Revanche. Das heißt, danach werden wir uns hier jemand Neues holen. Nicht, dass wir die ganze Zeit gegen Lucario antreten müssen. Nicht, dass ich was gegen Lucario hätte. Bams. Mal ein bisschen mehr zeigen mit dem... mit dem Klempner schlechthin. Aber bei dem vertraue ich oftmals immer nur auf die Smash-Angriffe. Na, was bist du denn? Was machst du denn da? Pokémon! Pokémon, komm, schnapp sie dir! Nur ein Fisch und du, du lernst von mir und ich von dir. Pokémon! Schnapp sie dir und red nicht so viel dummes Zeug, sonst verlierst du noch. Ich merke schon, ich kann mich noch gar nicht so richtig dran, an das, was ich vorhatte, dran gewöhnen, und zwar... halt nicht zu konzentrieren und möglichst gut dazustehen. Nein. Ich bin schon wieder am Singen. Diesmal ist scheinbar die Chance gekommen für ihn, für Revanche. Ich schaffe es immer noch nicht, ihm den Treffer zu versetzen, der ihn rauskatapultiert. Da wäre jetzt auch oftmals die Chance gewesen. Am liebsten noch, bevor er da seinen Schmodder abfeuern kann. Fast. Ich lasse ihn auch noch gewähren. Das kann es nicht sein. Das wird richtig übel. Viel zu viel Schaden. Mein Freund, ich denke, die Runde geht an dich. Wie hat denn das denn abgeblockt? Das meine ich mit Mario ist zu berechenbar. Bester Move quasi.
Mach doch. Hör auf. Kein Scherz jetzt. Komm, ich hab 100. Du musst mich smashen. Kriegst du hin, oder? Smash mich. Smash mich, Baby, one more time. Hätte ich doch mal nichts gesagt. Okay, Wechsel. Da du nun mit deinem Lucario antreten willst. Ich finde auch immer, Mario ist so dieser Ausgangscharakter. Ich denke, wenn man einen neuen Charakter immer erstellt, dann gehen die immer von Mario aus. Okay, kommt drauf. Aber wenn sie einen Schwertkämpfer erstellen, dann fangen sie an mit Link. Oder, je nachdem. So, das war aber nicht schön für euch. Okay, aber wartet ab. Wenn ich erstmal am Zug bin. Mit den bestimmten Charakteren, die ich da so im Kopf habe. Oh yeah. So, Kamikaze. Schöner Nick. Kamikaze. Mit dem Bewohner. Jetzt mal Full Concentration. Okay. Psst, nicht atmen. Was machst du denn? Kamikaze. Mit dem Bewohner, ey. So ein bisschen random, was der macht. Der macht Smash-Angriffe, obwohl es überhaupt nicht dienlich erscheint. Obwohl es ab und zu überhaupt keinen Sinn macht. Hey, nein! Das gefällt dir nicht, wa? Wie im ersten Smash Bros. Trailer. Der Bewohner sackt Mario ein. Komm schon, meinst du, ich bin so ein Lappen? Ab und zu, ja. Aber doch nicht immer. Gut. Ja, du willst es kaputt machen, ist mir klar. Sinnfrei. Als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. Noch nicht, da muss ich noch ein bisschen mehr anstrengen. Autsch, hat er mich trotzdem der Geruit. Oh! Denkst du dir? Fast. Da muss das Timing einfach perfekt stimmen, ne? Was zum... Na gut, den Triumph gönne ich dir, aber trotzdem. Hast du verloren? Autsch. Deine Bowlingkugel, ey. Komm in die gefährliche Zone. Mit einem großen Fehler kann er mich besiegen. Also mit einem Fehler meinerseits. Aber ich habe hier noch einen mehr am Wickel. Blam, 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 blam. Okay, gut. Was ist das eigentlich für ein schwarzes Outfit? Einfach nur random, ne? Das hat keine Herkunft oder so. Haben wir denn nicht diese Vertreter? Das wird ja sogar in dem Spiel. Ich muss mal ganz kurz die Outfits so durchgucken.
Warum hat er denn nicht das Vertreter-Outfit dabei? Ihr wisst schon. Im allerersten Donkey Kong oder auch in Mario Brothers war es ja vertauscht. Also, rote Latzhose und blaues Shirt. Ah, er nimmt Pac-Man, das ist gut. Die Kamikaze. Den Namen finde ich gut, also. Den Namen finde ich hervorragend. Alles cool, ich bin nur ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Kein Grund zur Beunruhigung. Mario Fort Glory. Ich denke mal, wir werden trotzdem den Charakter wechseln dann. Einfach weil Abwechslung und so. Sehr gut hinbekommen. Aber Pac-Man ist einfach ein besseres Opfer. Das ist der blöde Bewohner. Ich muss noch gestehen, dass ich noch kein einziges Mal in meinem Leben mit dem Bewohner gespielt habe. Ich kann mir vorstellen, viele von euch, ich weiß, die Smash Bros. 3DS Demo gab es ja und da war ein spielbarer Charakter. Und jeder, der die Demo hatte, hat bestimmt auch mal den Bewohner ausprobiert, aber ich nie. Ich habe ja immer schon bei Nintendo Smash Bros. Im Vorhinein spielen dürfen und zwar die Vollversion. Komm schon! Hätte ja was werden können. Auch wenn es ein sehr spitzer Winkel war, sag ich mal. Ja, langsam komme ich rein, so gegen Ende. Aber zugeben, dass Kamikaze jetzt nicht der übermächtigste Feind aller Zeiten ist. Ende Gelände. So, einer darf noch gegen meine Mario-Armee antreten. Mario for Glory! Wie gesagt, auf Englisch ist es so cool und hier heißt es Hard of Hard. Wie soll ich es nennen? Mario geht hart. Mario bleibt hart. Mario ist hart. Der harte Mario. Ja, ja. Noch jemand? Freiwillige vor. Erstmal gespannt, was für Outfits. Ah, jetzt kommt das American Outfit, ne? Ja, gegen Magic Links. Links und rechts und rechts und links. Wie kam die auf die Idee? Bei dem japanischen Werbespot zum New 3DS, da gab es auch Mario mit einem ähnlichen Outfit. Oh, ein fast genauso epischer Link. Nämlich die grimmige Gottheit. Okay, es ist ja Links. Deswegen würde auch mit Link spielen. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen, merke ich. Concentration, komm zurück. Ich wähle dich. Alter, der ist gut. Ich habe auch ein bisschen was auf dem Kasten. Wenn man es mir nicht glaubt. Ah. Damit hätte ich ihn glatt bügeln können. Sehr gut. Obwohl ich die ganze Zeit mehr Schaden hatte. Na, links. Probier's nochmal mit rechts. Na! Bin noch da. Ja, komm. Die haben aber auch ein Talent. Die richtigen Link-Spieler, die wissen ganz genau, wie sie ihre Pfeile zu schießen haben. Keiner trifft. Ja.
Gib noch nicht auf! Jetzt vielleicht. Nein, jetzt auch noch nicht. Jetzt vielleicht? Nein, jetzt auch noch nicht. Ja, ich bin ein Stirbmensch! Okay, jetzt vielleicht? Jetzt. Aber das riecht nach Rache. Das war ein schöner, knapper, spannender Kampf. Gegen die grimmige Gottheit. Alte Falter. Mario geht hart auf hart, aber hallo. Gut, jetzt nochmal dem Lilanen. Das ist eher so Waluigi-Style. Woppa, Waluigi-Style. Wop, wop, wop. Ah, geile Arena. Ach, Suche läuft, ist er ausgestiegen da links. Nein! Was willst du denn hier? Was willst du denn? Aber dann war Karim! Ja, dann los da, Karim. Wähl dir deinen Spieler aus. Wähle deine Waffen. Wähle deine Waffeln. Da wird Waluigi Mario dir mal eins auf die Nase geben. Oder auch nicht. Mal gucken. Bowser. Oh, der Klassiker. Dann mal los. Verdammt, sag's. Hast du dir so gedacht, hä? Dafür ist es noch zu früh, den runter zu smashen. Ich wollte noch ausweichen, mit dem Schutzschild quasi. Euch Bowser, Spielern fällt auch nichts anderes ein, ne? Nein! Das ist übel. Ah, okay. Ach, das gibt's doch nicht. Richtig fies. Gut. Hat er gut angestellt, hat er gut angestellt, kann man nicht anders sagen. Was für ein... Gut, das war Mario im Hart-auf-Hart-Modus. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, dann ist Donkey Kong am Start. Also ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, was ihr von dem Projekt haltet. Und bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao!